Nägel schneiden. Die Hufe wachsen etwa einen Zentimeter pro Monat und müssen alle 6 bis 8 Wochen geschnitten werden. Dabei werden auch gleich die Eisen erneuert. Nur maßgeschneidertes Schuhwerk ist gut genug für Esprits großen Auftritt bei der Moritzburger Hengstparade. Und Glück bringen die Eisen ihm sicher auch. Dafür sind sie bekannt. Aber was genau macht das Hufeisen zum Glücksbringer? Der Volkskundler Professor Heinz Röllecke sucht im Mittelalter die Antwort. Man vermutet, dass Eisen an sich immer ein Glücksbringer ist. Eisen brachte immer Glück früher. Und dann muss man dieses, das haben die meisten heute vergessen, die ein Hufeisen aufhängen, man muss ein solches Hufeisen finden. Und man darf es nicht suchen. Also es ist wie mit einem vierblättrigen Klee, wenn man es durch Zufall findet, dann muss man es aber auch aufheben. Wenn man dran vorbeigeht, gibt es Unglück. Aber wenn man es zufällig findet und in der richtigen Richtung aufhängt, dann bringt es Glück. Und die Signaturen sind eben Eisen bringt Glück und ein zufälliger Fund einer relativen Kostbarkeit, denn Hufeisen warf man früher nicht weg, die konnte man weiterverwerten, das hat schon Glück als solches zu bedeuten. Schaukelpferde brauchen keine Hufeisen, um Glück zu bringen. Es gibt sie in allen Variationen. Sogar als Zebra. Meister der Schaukelpferde ist Gerald Krohn. Er ist einer der wenigen, der noch echte, handgestopfte Schaukelpferde herstellen kann. Und er kann sie vor allem noch reparieren. Auch diese Rösser gehören oft seit Generationen zur Familie und werden immer weiter vererbt. Heute wissen nur noch wenige Menschen, wie man solche echten, traditionellen Schaukelpferde herstellt. Schon allein das Stopfen erfordert besondere Fertigkeiten. Um dieses Gestell herum einen Körper zu formen, erfordert viel Geschick und Übung. Schließlich sollen die Pferdchen den rauen Umgang mit Kindern überstehen. Die kleine Schaukelpferdfabrik in Ohrdruff bei Gotha ist ein Relikt aus längst vergangenen Zeiten. Gerald Krohn möchte diese Ohrdruffer Tradition gerne am Leben erhalten, denn hier wurde das fellüberzogene Schaukelpferd erfunden. Also der Reiz von diesen Schaukelpferden hier, das ist der, du hast eine Fülle von Möglichkeiten. Du kannst dich hier eigentlich so richtig austoben. Also von der Kreativität her ist das optimal. Derjenige, der ein Schaukelpferd bei uns bekommt oder sich kauft, der hat eben wirklich ein Unikat. Das wird es nicht nochmal in der Form und in der Art geben. Ob Sammlerstücke oder Spielzeug, beliebt sind diese Kinderträume schon immer. Schaukelpferde waren eines der beliebtesten Übungsobjekte für junge Reiter und Möchtegern-Soldaten. Früh übt sich, wer ein Meister werden will. Für die feinen Damen der kindlichen Gesellschaft wurden sogar vornehme kleine Spielzeugkutschen hergestellt. Die Jungen hingegen liebten die rasante Kutschfahrt. Ob im Trab oder im Galopp, in Moritzburg ist Hauptsattelmeister Frank Semmig der Meister der Wagenpferde. Die Hengstparade steht kurz bevor. Alles soll perfekt sein. Die Pferde müssen jeder noch so leisen Bewegung der Zügel folgen. Auch ein besonders begabtes Pferd wie Esprit wird jeden Tag trainiert. Nur dadurch entsteht schließlich das notwendige Vertrauensverhältnis zwischen Zugpferd und Wagenlenker. Disziplin ist dabei das Wichtigste. Hengste sind eigentlich immer Rivalen und neigen zum Zweikampf. Das kann man auf der Weide beobachten, wenn die jungen Hengste im Frühjahr ihre Rangordnung ausfechten. Dabei sind sie nicht gerade zimperlich. Treten und beißen sind die üblichen Mittel, um den anderen einzuschüchtern. Wie
Wie immer geht es um die Stuten, denn nur der Stärkste hat das Recht, sich mit den Pferdedamen zu paaren. Noch sind die Stuten aber nicht im Spiel. Getrennt von den wilden Hengsten gebären sie ihre Fohlen. Die starksigen Beine zu beherrschen, ist wohl nicht so ganz einfach. Aber es ist wichtig, dass die Neugeborenen sofort aufstehen. Pferde sind Fluchttiere und die Fohlen müssen so schnell wie möglich in der Lage sein, wegzulaufen. Nach kurzer Zeit schon können sie mit ihrer Mutter Schritt halten. Wenige Wochen nach der Geburt sind die Stuten wieder bereit zur Paarung. Jetzt beginnt eine turbulente Zeit auf der Weide. Der Hengst testet, ob die Stute auch wirklich bereit ist. Er riskiert sonst heftige Tritte von der Auserwählten. Die meisten Hengste dürfen nicht zu den Stuten und müssen ihre Aufregung im schnellen Galopp abreagieren. Einen wilden Hengst zu zähmen, sein Vertrauen zu erringen und ihn schließlich zum Freund zu haben, ist ein Mythos. In vielen Erzählungen und Romanen, vor allem Indianer, werden als geniale Reitkünstler porträtiert. Wilde Ritte und der Kampf zu Pferde dürfen in keinem Western fehlen. Aber ohne Planwagen und ausdauernde Zugtiere hätte der Westen Nordamerikas nicht erobert werden können. Die meisten Wagen- und Kutschenpferde hatten ein schweres Los. Oft wurden sie bis zur Erschöpfung geschunden. Über viele Jahrhunderte aber waren die starken Tiere die Grundpfeiler der menschlichen Zivilisation. Die Postkutschen mit ihren Meerspännern wurden zum Sinnbild des Transportwesens und des Postverkehrs. Bis die Rösser vom Dampfross und von mechanischen Pferdestärken abgelöst wurden. Mit dem Abschied der letzten Nürnberger Postkutschen im Jahre 1921 war die Ära des Pferdes als Nutztier ein für alle Mal beendet. In der Geschirrkammer des Landesgestüts Moritzburg wird die alte Zeit der Kutschen wieder lebendig. Alles, was so außenrum hängt, das kommt dann, das sind die 16 Pferde dabei, die an die Postkutsche gespannt werden. Ne? Sind die ganz normalen Geschirre. Das sind die Geschirre für die sächsische Staatskalesche. Oder hier dieser Viererzug, ein etwas barockes Gebilde dieser. Kommt der also alles etwas schwerer, braucht man natürlich für einen dementsprechenden Wagen, wie zum Beispiel die englische Postkutsche. In der Geschirrkammer herrscht Hochbetrieb. Die Vorbereitungen zur Hengstparade halten auch die Menschen gehörig auf Trab. Wenn wir diese Schau durchführen, ist es ja nicht nur, dass wir mit den Pferden glänzen. Dieses Geschirrzeug gehört ebenfalls dazu. Und so ist es notwendig, dass, bevor das Geschirrzeug aufgelegt wird, das gründlich sauber gemacht wird. Durch diese intensive Geschirrpflege kommt man an jedes Teil ran und werden auch kleine Schäden mit erkannt, die man dann noch eventuell beheben kann. So kurz vor der Hengstparade sind alle irgendwie aufgeregt. Pferde und Kutscher und Reiter gleichermaßen. Dem Sattelmeister des Gestüts ist da ein kleiner Ausritt gerade recht. Schließlich brauchen die Pferde Bewegung. So wie jeden Tag. Was mich besonders bewegt, ist immer dieser Teamgeist und dieses kameradschaftliche Zusammenspiel.
aller Beteiligten. Also es ist wirklich schön, in so einem Betrieb arbeiten zu können, wo wirklich noch die Leute mit Herz auf Arbeit gehen und nicht nur auf Arbeit gehen, weil sie Geld verdienen müssen. Natürlich müssen wir auch ein bisschen Geld verdienen, sonst würde es ja nicht, gehen. Aber man lebt schon, auch gerade in der Zeit der Hengstparade. Man ist dort in den ganzen Monat rund um die Uhr eigentlich nur für den Betrieb da. Und das